Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute bringe ich euch bei, wie ihr eurem Helden das Schwimmen beibringen könnt. Und das alles ohne Seepferdchen. Viel Spaß beim Tutorial. Als erstes öffnen wir unseren Helden mit GIMP. Dann kopieren wir den Charakter, den wir als unseren Helden haben, und erstellen eine neue Ebene. Dort fügen wir die Grafik wieder ein und positionieren sie so, dass die Grafik auf dem Charakter daneben passt. Löscht nun den Charakter darunter. Jetzt bearbeiten wir unseren Helden. Wir fangen an mit der Vorderansicht des Helden. Radiert einfach die untere Hälfte des Charakters weg, damit es später so aussieht, als sei die andere Hälfte unter Wasser. Diese Grafik kopieren wir nun und erstellen nochmal eine neue Ebene. Fügt dort die Grafik ein, die wir gerade bearbeitet haben. Platziert die Grafik direkt daneben, so dass sie ein Pixel weiter unten ist, damit eine leichte Auf- und Abbewegung entsteht. Das gleiche machen wir nochmal und fügen es rechts daneben ein. Die darunterliegende Grafik könnt ihr nun löschen. Diesen Schritt wiederholt ihr dann für alle Gesichtsrichtungen. Für links, rechts und nach unten. Solltet ihr fertig sein, speichert alles ab und dann öffnen wir unseren Maker. Dieses Tutorial funktioniert übrigens bei allen RPG-Makern. So, im Maker angekommen, öffnen wir nun unser Tileset in unserer Datenbank und stellen sicher, dass das Wasser begehbar ist. Das machen wir, indem wir auf die Wassergrafik klicken, bis ein Kreis erscheint. Macht nun einen kleinen Testlauf und überprüft, ob ihr über das Wasser gehen könnt. Wenn ihr euch jetzt wie Jesus fühlt, dann seid ihr einfach lost. Nun gehen wir zu unserer Map und klicken doppelt auf ein Teil, das am Rande des Wassers ist. Wählt bei Auslöser Spieler berühren aus, klickt nun doppelt in die leere Zeile und wählt Bewegungsroute aus. Dort gehen wir auf Bild ändern und wählen die Grafik aus, die wir vorher erstellt haben. Klickt nun auf OK. Darunter klicken wir doppelt und wählen Schalter Entern aus. Erstellen den Schalter Schwimmen und stellen ihn auf An. Erstellt jetzt eine neue Seite, macht einen Haken bei Schalter und wählt Schwimmen aus. Klickt auf OK und geht wieder zurück auf eure Map. Kopiert dieses Event und fügt es daneben ein, dort wo der Held aus dem Wasser kommen soll. Dieses Ereignis ändern wir jetzt noch etwas um. Ändert auf der ersten Seite die Grafik, so dass der Held wieder normal aussieht. Darunter stellen wir Schwimmen auf Aus. Die zweite Seite löschen wir. Auf der ersten Seite machen wir jetzt einen Haken, dass Schwimmen an sein muss. Somit wird dieses Event erst gestartet, wenn der Held im Wasser ist. Kopieren wir nun das Event, das neben dem Wasser ist, und kopieren es einmal um das ganze Wasser. Das gleiche machen wir mit dem Event, das im Wasser ist, und kopieren es drumherum, dort wo der Held im Wasser landet. Nun machen wir einen Testlauf. Wenn ihr das Wasser berührt, wird die Grafik geändert und es sieht so aus, als würde der Held schwimmen. Außerhalb des Wassers wird die Grafik wieder zurückgesetzt. Ihr könnt das gleiche hier und da noch verschönern, indem ihr zum Beispiel eine Blatsch-Animation erstellt, immer wenn der Held aus dem Wasser kommt oder hineinfällt. So wie ich es in meinem Spiel Iron Production gemacht habe zum Beispiel. Das war es jetzt mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ihr habt wieder was Neues gelernt. Wenn euch dieses Tutorial gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Sollte es euch nicht gefallen haben, dann kann ich auch nichts machen. Geht weg. Keine Ahnung. Lasst doch ein Abo da, wenn euch diese Tutorials gefallen. Da bin ich ganz glücklich. Falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen, ein frohes Weihnachten. Und ein frohes neues Jahr. Bis dahin. Tschüssikowski.